willkommen zurück zu Subnautica, meine Lieben. Schön, dass euch diese Folgen so gefallen. Es macht mich mega happy. Wir werden heute weiter erforschen, neue Lebewesen scannen, weitere wichtige Gegenstände scannen, um unsere Motte, die wir jetzt seit letztem Mal haben, unser kleines U-Boot zu verbessern. Und eine ganz wichtige Anfrage meiner Community. Bitte, 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 Gnu, schwimm einmal so weit raus, wie es nur geht. Das werden wir heute tun in dieser Folge. Dankeschön für die ganzen Tipps und Tricks in den Kommentaren. Nicht wundern, wenn die immer erst in den bisschen späteren Folgen angenommen werden, weil wir produzieren vor. Und meine liebe Community sagt euch wie immer Hallo und herzlich willkommen. Kommt deswegen gerne auch mal auf www.twitch.tv/nu-live vorbei. Da haben wir auch gerade einen tollen Sportstream gemacht. Und was mich sehr, sehr freuen würde, ein Abo und ein Like. Und falls ihr es noch nicht getan habt, ich heiße auf Instagram Jasmin Gnu. Da würde ich mich auch selber ein Abo freuen. Und jetzt gehen wir rein ins Wasser. So, zum Erforschen würde ich sagen, nehmen wir auf jeden Fall unsere Motte mit. Und wir gehen mal mehr in diese Richtung Schiff. Lass mal kurz gucken. Ja, wir gehen mal ein bisschen mehr in die Richtung Schiff. Da hatte ich letztes Mal so Schiss, dass ich mich gar nicht wirklich getraut habe, viel zu gucken. Und erforschen hier mal so ein bisschen. Ich glaube, dass hier auch noch eine ganze Menge rumliegt, die wir noch brauchen. Und es viele, viele Dinge gibt, die ich hier noch sehen muss. Hier zum Beispiel. Ich weiß jetzt gar nicht genau, ob ich hier schon war. Aber wir schauen einfach mal, ob hier noch irgendwas zum Scannen ist. So, scannen, scannen, scannen. Warum wird die Musik so gruselig? Ich finde halt diese Stimmungswechsel immer so krass hier, ne? Ich glaube, hier waren wir schon. Ja, die Musik wird direkt gruselig. Muss aber sagen, ich habe echt Bock auf Meer und auf Tauchen, wenn ich dieses Spiel spiele. Oh. Okay, Strahlung registriert. Ah ja, klar, hier ist ja auch das Boot, ne? Aber war das letztes Mal schon so mit der Strahlung? Kann mich nicht erinnern. Das war letztes Mal nicht so, ne? Oder war es doch so? Okay, lass uns mal hier mal gucken. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich hier war. Oh, oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, hier war ich ganz bestimmt nicht. Oh, ja, ja, ja. Hier war ich noch nicht. Oh, Hilfe, Hilfe, Hilfe! Hier war ich noch nicht. Oh je. Okay, hier hat es aber auch nicht wirklich was für mich, ne? Kann ich den jetzt scannen? Den habe ich doch noch nie gesehen hier zuvor. Hey, komm mal her. Ich hätte den eigentlich gern gescannt. Okay, ich gehe mal zurück in meine Motte. Kannst du mich bitte mal in Ruhe lassen? Den Strahlenanzug anziehen? Den habe ich doch an, Strahlenanzug. Ich habe den Strahlenanzug an, Leute. Ich habe doch den Strahlenanzug an. Ah, Strahlenanzug. Den Helm aber nicht. Ah, ich brauche noch einen Strahlenanzugshelm. Uiuiui. Okay. Dann, hole ich mir den mal. Weil die Gegend hier ist tatsächlich sehr interessant. Aber wahrscheinlich habe ich mir jetzt eh schon Krebs geholt. Scheiße. Den habe ich in der Kiste vergessen. Okay. Wir holen uns kurz den Helm und dann gehen wir genau in die Richtung, weil ich finde es hier sehr spannend. Das mit den Strahlen hatten wir nämlich so noch nicht. Das kenne ich nicht. Wir sind ja schon in einer Folge, das fandet ihr auch sehr lustig, zu dem Schiff schon gegangen. Und es war absolut ätzend. Und deswegen würde ich sagen, hole ich mir jetzt mal einen Helm und dann gehen wir da lang. Oder ich kann mich nicht erinnern, dass uns da Strahlung angezeigt worden ist. Also in der Richtung waren wir noch nicht, was gut ist. Bedeutet also, wir haben die Möglichkeit, hier neue Dinge zu erkunden. Okay. So, habe ich den Helm? Wieso wisst ihr eigentlich, dass ich meinen Strahlenhelm in meinem Inventar habe? Darf ich das mal erfragen? Woher wisst ihr das, verdammt? Meine Community kennt... Ist mein Spinnt besser als ich. Das macht mir Sorgen. So, okay. Wir nehmen auch mal wieder ein bisschen Wasser zu uns.
Ja, trinken, essen. Sehr gut. Snacken, matschen, schmanzen. Und dann hole ich mir noch mal kurz hier unten. Habe ich ja auch noch eine Base, für die, die es nicht wissen. Bin schon ein bisschen mich ausgebaut hier. Weil wir zuschauen, ja, aber ganz genau, Lutz. So, ach, den muss ich erst bauen, oder was? Da fehlt mir eine ganze Menge, ne? Verdammt, das wollte ich cool sein und flexen. Egal, wir gehen hoch. So, ich habe meinen Strahlenhelm an. Wir können jetzt gehen. Und zwar genau in die Richtung. Habe ich hier auch Licht? Habe ich kein Licht? Wahrscheinlich alles Dinge, die ich noch ausrüsten kann, oder? Am besten beide Helme mit. Kann ich mit dem anderen Helm nicht schwimmen? Oder wie sieht's aus? Ah, ich habe sogar Licht. Und da vorne direkt dieser Psycho, wie er sich da rumdreht, einfach nur, ey. Wo hast du die Teile von dem Mehrzweckraum gefunden? Ich finde die einfach nicht. Kann es jemand Kev reinschreiben? Ihr wisst doch bestimmt, wo es ist. Doch, aber andere ist besser für die Tiefe. Okay, ich nehme beide mal mit. Was zur Hölle? Also nachts ist Meer einfach nur gruselig. Oh Mann! So, ich nehme beide mit. Ich habe ja auch noch genug Ding für die Zelle. Auf der Insel ohne Kanone, sagen die Leute. Da habe ich es gefunden. Die Leute wissen alles. Die wissen alles besser über mich als ich selbst. So. Dann nehmen wir den anderen Helm auch noch mit. Und das ist eh gleich fertig. Das Medkit, das kann ich dann vielleicht sogar auch noch mitnehmen. So, dann packen wir das mal hier rein. Die Batterien nehmen wir mit. Den Fleischi haben wir noch. So ein Wasserchen wäre auch noch nicht schlecht. Spatenfisch. Mach aus dem Spatenfisch auch noch mal schnell einen Snack. Ein Snack! So. Oh. Salzablagerung. Yam, yam. Okay, wir brauchen keine Heilung. Wir schaffen das so. Let's go! Ab in die Modde. So. Es gibt auch noch ganz viel für die Motte zu finden, damit man auch tiefer tauchen kann. Ich hoffe, es gibt auch was für die Motte, damit ich die ganzen Dinger hier abschießen kann. So, hier ist das Schiff. Das heißt, wir gehen jetzt Richtung Schiff, Richtung Strahlung. So, ich überfahre mal die Fische. Oh. Die Armen. Okay, hier war doch irgendwo die Strahlung, oder? Tuck, 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 tuck. So gruselig. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ich finde es so grausig. So, hier war doch die Strahlung. Die wird mir gar nicht mehr angezeigt, jetzt die Strahlung. Weil wir jetzt hier so gut... Aber ist hier nicht irgendwo noch was? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben hier tatsächlich alles. Strahlung wird mir tatsächlich nicht angezeigt. Grausig. Hier hat es aber ganz viele von diesen Kackfischen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es hier eine Menge gibt zum Scannen, wenn die hier alle sind. Ih, der scheißt hier auch noch parallel rein. Könnte ich mir schon vorstellen, dass hier eine Menge ist, die ich noch finden kann. Oh, ouch. Ja, hier ist doch irgendwas, oder? Ich glaube, hier ist irgendwas. Oder? Es wurde mir doch gerade angezeigt, dass hier irgendwas ist, oder nicht? Oh, hier. Aber nichts, was ich irgendwie einsammeln kann, ne? Was ist das? Ein Gabelstapler? Also diese Sounds, das ist doch eine Unverschämtheit.
Ob du da reinpasst in die kleine Kiste? Oh, hier ist noch was. Ist aber nur Metallschrott. Also hier gibt's, glaube ich, nichts. Ich glaube, hier gibt's nichts. Nee. Nope. Oh, wie süß, das sagt mir sogar Hallo. Ah, da ist doch was. Da ist eine Kugel. Ja, die haben wir, glaube ich, noch nicht gefunden. Oh, was war das? Ich habe einen Chip gefunden. Oh, verdammt, was ist denn das hier? Was ist denn das? So, sehr gut. Sehr gut. Noch eine. Ich glaube, ich habe hier alles gefunden, oder? Ist hier noch irgendwas? Oh, das? Ansonsten habe ich hier, glaube ich, nichts mehr. Das kann ich auch nicht mitnehmen. Nee. Sehr cool. Wir haben was Neues entdeckt. Gefällt. Speichern. So. Weiter rein. Die Kapsel Nummer 6. Hier ist auch noch irgendwas untergegangen. Wie ich sehen kann. Oh, hier ist was zum... Laserschneidefragment! Wir haben jetzt endlich alle! Yes! Wir können ein Laserschneidefragment bauen. Damit können wir die Sachen aufmachen. Geil! Endlich! Hier, dich habe ich noch nicht gescannt. Komm her. Doch, scheinbar schon. Lasst mich. Ich schwimme mal hier lang. Nice, Leute. Nice City. Okay, hier gibt's nix. Probier's mal. Mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Hier war ich noch nicht drin. Oh, da sind diese Schweine. Die scanne ich jetzt mal. Tigerpflanze. Oh. Oh, scheiße. Ach! Nein! Ich habe zum Glück gespeichert. Oh je. Mit Ruhe und Gemütlichkeit und Tod. Aber das Laserschneidegerät habe ich ja jetzt, ne? Oh, jetzt ist meine Motte da ganz weit hinten. Aber ist ja kein Problem. Dann weiß ich wenigstens, wo ich hin muss. Lalalala. So, dann gehen wir hier mal rein. So, dieses Kackding da. Das wollte ich doch noch fertig scannen. Ist es eigentlich möglich, dass diese Kackpflanze mir so wehtut? Ach so, die schießt mich ab. Jetzt sehe ich das. Du Sackgesicht. Oh, das muss ich aber unbedingt noch scannen, ne? So, das war's mir wert. Tschüss! Ach, jetzt sehe ich das. Die schießen mich ab. Die Arschis. Ah, da ist nichts drin, oder? Ich glaube nicht. Lass es mal. Ich will nicht sterben. Jetzt verstehe ich das. Die haben mich immer abgeschossen. Okay, was gibt's hier noch so? Hier gibt es definitiv noch mehr. Zu entdecken. Muss gleich wieder hoch. Oxygen. Oxygen. Ja, ja. Die sehen sehr zweideutig aus. Ich habe zum Glück noch keine Bekanntschaft mit jemandem gemacht, der so ausgerüstet war. Ist da nicht was? Nee, ist einfach nur... Ab wo erkenne ich eigentlich, ob es wirklich was Neues zu scannen ist oder wieder nur Schrott einzusammeln? Okay, ich glaube, mehr gibt's hier nicht. Wir gehen wieder zurück in die Modde. So, und zwar ganz schnell. Ich merke gerade, dass ich Hunger habe. So. Okay, interessant, dass sie meiner Motte nichts machen.
Gibt's hier noch irgendwas Feines? Ah, das ist ja interessant. Das sieht ja lustig aus hier. Was ist denn das? Okay. Was ist da unten? Oh, was ist denn das? Kann man die scannen oder stirbt man dann? Lass dich scannen! Komm schon! Lass dich scannen. Okay, einheimische Lebensform, Quallenrochen. Was ist das hier alles? Müssen wir ein bisschen erforschen. Ein Baumpilz. Der Pilzwand ist interessant. Ja, sieht ja cool aus. Signatures. Ein Pilzwald. Also wirklich, diese Dinger, die diese Geräusche machen, das ist so gruselig. Wirklich, das ist so... Ich gehe wieder meine Motte und durchforsche und erforsche es hier mal ein bisschen. Okay, da hat es anscheinend viele Maschinenteile, wurde mir gesagt. Das ist sehr gut. Dann gehen wir hier mal, weil ich muss noch mehr finden. Aber das Laserschneidegerät haben wir, das freut mich sehr. Weil damit kann ich eine Kapsel öffnen, die ich vorher nicht öffnen konnte. Boah, das ist cool. Das ist ja auch cool. Der Pilzwald. Was ist denn das? Ich will es eigentlich gar nicht wissen. Wundert mich aber, dass die eigentlich meine Motte nicht angreifen. Oh, da geht's rein, Leute. Oh, da kommen aber keine erfreulichen Geräusche raus. Oh, pardon. Verzeihung. Oh, es wird eng. War vielleicht nicht so schlau, mit meiner Baby-Motte hier reinzukommen. Oh. Okay. Ich bin zu dick. Komme ich da wieder raus? Man muss nicht jedes Loch erkunden. That's what she said. Das ist die Weisheit von Gnu. Da hinten ist auch noch ein Pilzwald. Wenn ihr irgendwo Teile seht, schreit. Geh mal hier lang. Genau, ihr findet übrigens alle Subnautica-Folgen, die ich gerade spiele, auf meinem Zweitkanal Verspieltes Gnu, falls ihr Interesse habt. Okay. Oh, ab da wird's aber grausig, ne? Dieser Pilzwald, da war ich echt noch nicht. Es gibt immer so viel zu entdecken. Ist echt sau cool. Oh mein Gott. Oh Gott, greift der mich an? Nee, oder? Der tut doch nichts, oder? Ah! Okay, er tut was! Mich am Arsch! Um Gottes Willen! Hau ab! Hau ab! Oh nein! Hilfe! Ich kann nichts machen! Frage beantwortet, du Arsch! Du Dummer! Oh, meine arme Motte! Oh mein Gott! Aua, meine Motte! Oh nein! Ich will meine Motte reparieren.
Oh je, die war aber ganz schön demoliert. Also, das ist ja wohl ein Hohn. Schwein. Ich frag mich, wie ich das damals ohne Motte geschafft habe, zu dem blöden großen Ding zu kommen, ne? Oh, was war das? Oh. Warning. Maximum depth reached. All damage imminent. Oh mein Gott. Okay, 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 okay. Es ist alles in bester Ordnung. Ich bin nur sehr neugierig. Oh, da ist noch ein Shift-Teil. Da muss ich noch hin. Da muss ich noch hin. Aber erstmal repariere ich wieder meine Motte. Okay, Motte, ich gehe jetzt ohne dich. Das wird zu gefährlich hier. Hier hat es doch bestimmt noch Teile, die für mich interessant sind. Wir speichern erstmal. Dieses ganze Geschrei hier gefällt mir gar nicht. Ja, ja. Ja, ja. Ey, ich würde mich so unwohl fühlen hier. Habe ich nicht auch Licht? Ah, nee, aber das hat Licht. Genau, da unten ist doch bestimmt was. Oh, Lichtstabfragment. Oh, geil. Ich freue mich wie so ein kleines Kind, ne? So, wir gucken mal weiter. Detecting volcanic activity and several unusual electromagnetic signatures in the region. Exercise caution when diving deeper. Also, ich würde mal ganz kurz in meine Motte gehen und warten, bis es heller wird. Ich warte mal kurz, bis es heller wird und gehe mal so ein bisschen hoch. Und dann gehen wir hier runter, weil ich glaube, hier gibt es noch weitere Teile, die interessant sind. Was in der Dunkelheit nicht so einfach herauszufinden. Es ist nicht so einfach, aber es sieht einfach mega schön aus, ne? Auch wenn hier so viele Schweine sind. Da liegen auf jeden Fall noch viele Teile. Also ich würde hier durchdrehen. Das ist einfach so, guckst du die pechschwarze Tiefe und siehst diese komischen... Och, diese Sounds da oben. Schwimmen die eigentlich auch rum oder die treiben da nur rum und machen Geräusche? So hört sich übrigens meinen Magen an. Genauso. So. Ich schwimme mal hoch. Und zwar verkehrt herum. Damit ich genau weiß, wo ich bin. Chill kurz oben. Und dann gehen wir runter. Da direkt an einem vorbei. Schrecklich. Was hat denn der für leuchtende Dinger auf dem Kopf? Der hätte mir fast gecrashed. Boah, ist ja mein Albtraum. Davor seid ihr im Meer, schaut runter und seht dieses große Ding da unter euch. Ich würde so ausflippen. So. So, was macht der Mond hier jetzt? Kann er mal bitte gehen? Ich will das Helles. Bitte. Wir brauchen Helligkeit. Wo ist eigentlich überhaupt irgendwas? Wir müssen mal kurz aussteigen. Um zu gucken, wo ich eigentlich bin. Okay, wir sind voll nah am Schiff. Was heißt denn dieses Zeichen da oben rechts? Bedeutet es, wir bekommen da Signale. Oder? Heißt es neue Nachrichten? Kann ich die hier abhören, die Nachrichten? Registriere vulkanische Aktivität. Ah, okay, es gibt eine neue Nachricht im Radio-Dingens. Okay, okay, verstehe. So, der Mond ist jetzt gleich untergegangen. Dann gehen wir nämlich gleich runter, checken es noch ab, fahren hier nochmal ein bisschen durch die Gegend, weil hier war auch eine Motte. Noch ein abgestürztes Gerät, da konnte ich aber nicht hin, weil diese Riesenmonster alle sind. Deswegen machen wir das kurz, dann baue ich mir unbedingt heute noch mein Laserfragment, wenn ich es denn schon bauen kann. So, das sieht so krass aus, ne? Das ist so cool gemacht.
Findet ihr eigentlich den zweiten Part auch gut? Weil viele meinten, nee, der ist nicht so gut wie der erste. Beim Kommunikator, okay. Ey, ich würde niemals. Stell dir mal vor, allein im Meer nachts, so wie jetzt hier, und nichts ist da. Ich würde durchdrehen. Das wäre mein absoluter Albtraum. Hier, ganz allein. Du weißt nicht, was unter dir ist. Schrecklich. Ich finde den zweiten schon fast besser. Der zweite ist besser, doch. Ach so, okay. Das sagt also, die finde der zweite ist besser. Na gut, wenn das so ist. So. Jetzt wird es eh gleich hell, während ich hier runterfahre. Das ist eigentlich eine riesen Leuchtkugel hier. Was ist denn das? Was ist das? Was ist denn das? Riesiger Lampenbusch. Okay. Oh, da ist doch was, oder? Ja, hallo. Ja, damit. Agreed. Kann ich euch auch irgendwie Licht anmachen hier oder habe ich keins? Okay, wo ist meine Motte? Motte? Ah, da oben. Bin nur am Anfang wie mal schwerer beim zweiten, weil man hat nichts. Oh, das ist krass. Das ist wirklich schwer. So, hier. Oh, ich glaube, die Motte sollte ein bisschen nach oben. Okay, die wird vom Druck zerstört. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall irgendwas, damit die mehr aushält. So. Dann kann ich eigentlich nur kurz hier rein. Wo finde ich eigentlich die... im Pilzwald auf dem Boden findest du das Tauchdock zum Pimpen. Oh, im Pilzwald. Dann machen wir kurz das. Dann gehen wir zum Pilzwald, suchen das Tauchdock. Und dann machen wir unser Laser fertig. Und dann schwimmen wir so weit raus, wie ich nur kann, weil das hat sich die mehr sadistische Community gewünscht. Und wenn die sich was wünschen, dann heißt es eigentlich nie was Gutes. Da nix. Ist hier noch? Hier sind noch 100 Pro irgendwelche Sachen für mich. Wird's auch langsam hell. Dann kann ich jetzt ja vielleicht meinen Helm anziehen, den anderen, oder? Ah ne, hier ist die Strahlung, es geht nicht. Geht nick. Hier ist aber was, oder? Auch nicht. So das Gefühl, dass wir hier schon waren, oder? Okay, ich schwimme jetzt mal zurück zu meiner Motte. Wir gehen noch mal in den Pilzwald. Die Frage ist, wo war denn der Pilzwald noch mal? Papier in der Richtung. Ich brauche was zu trinken, ja, unbedingt. Hier ist der Pilzwald. Aber ich habe nichts zu trinken. Guck kurz, ob wir hier was finden, Leute. Taucht doch. Rein hier. Okay. Wir haben einen Tauchdock gefunden. Yay. Wäre es besser, ohne den hier durch die Gegend zu düsen? Oh, ouch. Oh, sorry.
Och, Entschuldigung. Am Pilzert musst du gründlich suchen, da findest du fast alles für den Zyklop. Oh, echt? Erstmal reparieren. So, lass mal hier unten gucken. Was ist denn das hier eigentlich? Da vorne ist doch was. Was ist das? Rumpffragment. Ob das fast sinnvoller ist, hier so durch die Gegend zu fahren und zu suchen, weil man da viel schneller alles findet. Der Pilzwald. Unter dir? Wo? Ja, speicher mal. Es liegt alles auf dem Boden. Okay, ich gehe mal kurz hoch. Luft schnappen. Dann gehen wir nochmal runter. Und dann gucken wir nochmal. Ich will jetzt auch das eine Fragment haben, Mensch. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Ja, ich muss langsam was zu trinken holen, ne? Dammit! Pilzwald. Machen noch mal kurz die kleine Runde hier und dann gehen wir jetzt was trinken. Was war das? Habt ihr das gehört? Was war denn das? Ist hier noch irgendwas? Rumpffragment? Zyklop? Also man findet hier echt eine Menge. So. Autsch. I'm so sorry. Schöne Tiere der Unterwasserwelt. Ich überfahre alle Tiere. Die können mich alle am Arsch. Ich muss jetzt sofort nach Hause. Ich glaube, ich dehydriere. Mann, ich habe so verdammt Durst. Nein, das war gar keine Absicht. Der war einfach nur im Weg. Und das macht man so. Unter dem Meer fahren wir alle. Unter dem Meer fahren wir sie alle. Unter dem Meer überfahren wir einfach alle. Das fällt mir nicht schwer. Oder wie meine Community sagen würde. Was machst du denn hier? Boah, es ist warm heute. Also, was braucht schon, bis man das trinkt? Da waren wir auch schon. So, dann holen wir uns mal hier ein paar Blasefische. Meine Lieblingsfische. So. Was eine turbulente Fahrt. Mann,
Welche Sau tut mir die ganze Zeit so weh, ihr Arschlöcher? Du bist ein riesen O-Boot, wo sogar ein Dock und viel Platz ist. Geil. Den will ich. Jetzt muss ich aber erstmal Essen snacken. Snacken, wo ist das Essen? Wo ist das Trinken, wenn man was braucht? Hey, wo sind meine kleinen Blasi-Hasis? Ah, da. Da. Da schwimmen sie doch alle. Meine Nahrung. Meine Trinknahrung. Mein Y-Food. Du bist der Y-Food des Meeres. Wo sind meine Y-Foods des Meeres? Das war ein süßes Geräusch. Kann ich die scannen? Habe ich die schon gescannt? Ich glaube, ich habe die schon gescannt, ja. Okay, ich glaube, ich trinke jetzt mal was, sonst wird es wirklich zu knapp. Und ich nehme mir noch so ein paar Snacks mit. Dann halt nicht. Kann ich das bitte mitnehmen? Snack. So. Okay. Gibt's ja nicht auch sowas Freundliches wie Delfine oder sowas? Oder sind die alle nur Arschlöcher? So. Okay. Ja, ja. So, ich hole mir jetzt mal ganz viel Essen und Trinken, bevor hier irgendwas anderes weitergeht. Da, komm her. Komm her. So. Da. Die Wasserfischchen. Ich hätte ein bisschen Angst, dass ich die alle irgendwie ausrotte und es dann irgendwann keine mehr gibt. Da hat es doch gar Ey. 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 Oh Mann. Die sind ganz schön anstrengend. Kann ich irgendwie so einen Staubsauger mir bauen, dass ich die alle einfach einsauge? Machen ganz schön viel Faxen hier, ne? Statt einfach mir zu gehorchen und mitzukommen. Oh, mein Inventar ist voll, deswegen. Oh. So, kommt mal her, ihr kleinen Snack. Snack, 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 Snack. So, ich dachte schon, was ist hier das Problem? So, wo seid ihr denn? Die kleinen Snacks. Ich hätte so gerne einen Fischstaubsauger. Dann würde ich den ganzen Ozean leer saugen. Einfach mal und alle weg. So, hier. Komm her, komm her. So. Keine Möglichkeit für euch zu überleben. Da ist noch ein Getränk. Da schwimmt noch ein Getränk. Komm her. Da sind auch noch Getränke. Kommt alle her. Ja, 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 ja. Ich habe gemerkt, wie wichtig Nahrung ist, wisst ihr? Guck, wie er über sein Leben schwimmt, der kleine Racker. Aber nein, so nicht. So nicht. So. Genug Angst und Schrecken verbreitet. Eine Gravitationsfalle machen. So. Erstmal Getränke aufpimpen. Sehr schön, nochmal. Vielleicht noch einen erfrischenden Drink. Kleiner Tipp für die Fahrzeuge. Oben in der Mitte stehen zwei Zahlen. Die gelbe ist maximale Tauchtiefe, die weiße ist dann aktuelle Tiefe. Wenn die weiße größer ist als die gelbe, ist... Ah, okay, nice. Vielen, vielen Dank. Das ist ein sehr, sehr guter Tipp. So, wir machen jetzt so viel Wasser, dass wir keine Probleme mehr haben. So, dann machen wir noch Fisch. Snack. One snack a day keeps den Wal away. Du kannst die Fische auch im Aquarium züchten. Ja, das mache ich auf jeden Fall noch. So. Und ich hätte gern dieses Laser-Dings noch. Das können wir gleich mal gucken. Laser. Hier. Laserschwert. Zwei Diamanten, Batterien habe ich, Titan und Höhlenschwefel. Okay, dann machen wir das auf jeden Fall nachher. Ich will jetzt erstmal alle Teile für die Motte finden. Trinken, 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 trinken. Essen... Essen, essen und dann auf jeden Fall noch Heilung. Heilung. Yes! Guck mal, wie gut es mir auf einmal geht. Und ich würde gerne hier meine Zelle austauschen. Wie mache ich das nochmal? Auf Tab oder Licht? Wie kann ich nochmal meine Zelle hier austauschen? IR. Auf R, oder? Auf R. Ja. Ich habe ja noch eine. Ich habe ja noch voll viel Batterien dabei. Ja, easy. Dann speichere ich.
Schmeiß noch ein paar Sachen hier. Was brauchen wir eigentlich schon alles, ne? Den Schrott brauche ich eigentlich nicht. Den Schrott mache ich mal kurz hier. Verarbeite ich mal kurz. Und dann gehen wir wieder zu dem Pilzwald. Ich möchte ja noch alles für die Motte haben. Und dann machen wir uns das Laserschwert. Und dann geht's raus in die Tiefen. Deine Motte tut dir weh, wenn sie dir beim Aussteigen in den Rücken fährt. Ach so, deswegen habe ich so geschrien. Ergibt Sinn! Titanbarren sind immer was Schönes. So, dann kann ich das mir alles wegpacken. Yep. Ach, hier habe ich sogar Höhlenschwefel irgendwoher. Und Nährstoff. Ach, den kann ich sogar essen. Okay, cool. Let's go. Bevor es wieder dunkel wird. Speichern. Ab in den Pilzwald! So. Ach stimmt, die Nachricht abhören. Wir müssen ja nachher eh noch zurück. Ups, ach Entschuldigung, das wollte ich nicht. Oh mein Gott. Oh nein. Wir gehen kurz in den Pilzwald und dann müssen wir eh zurück, um das Laserschwert zu machen. Wenn ihr irgendwo eine Höhle seht, wo ich Schwefel herkriegen könnte und wo ich Diamanten finde, dann sagt mir das so ganz beiläufig. Aber sagt es mir so, dass ich so tun könnte, als hätte ich es nicht von euch erfahren, ne? Wo war denn der Pilzwald nochmal? Denn das? Oh. Ich war hier halt schon, ne? Ich war hier schon und finde trotzdem wieder neue Sachen. Genau, und für den Fall ist... Was? Ach, für den Fall ist mir zum Discord geschickt. Oh, das ist aber nett. Ah, nice. Geil, danke schön. Danke, Likey. Wo war denn der Pilzwald nochmal? Da ist das Enzym drin. Brauchte ich das? Was habe ich denn da eingesammelt? Thermaklinge. Was schwimmt denn hier gegen mich? Was wollt ihr denn? Ihr habt doch überhaupt keine Chance gegen mich. Hier ist der Pilzwald. Da ist das Enzym drin. Die Zeitkapsel ist von anderen Spielern. Müsste was in deinem Inventar sein. Oh. Eine Thermaklinge habe ich bekommen. Geil, was kann ich damit machen? Wie von anderen Spielern drin. Und wo finde ich die Diamanten? Oh. Hm. Pilzwald. Sind vier Sachen normalerweise. War auch noch in der Boje. Oh. Auch noch eine Boje drin. Die hatte ich schon gemacht, die Signalboje. Gucken wir uns gleich in Ruhe an. Ach Mensch. Ach Mensch. Geht der Pilzwald hier weiter oder bin ich dann wieder im Problem? In der Problemzone. Ah, hier geht's auch noch weiter in den Pilzwald. Sind die Sachen offensichtlich zu finden oder nicht so? Ich fahre da jetzt durch, ich repariere das notfalls, mir jetzt wurscht. Ist ja auch noch Pilzwald-Action. Ich will halt nicht zu weit raus wieder schwimmen, sonst haben wir wieder das Problem. Ja, genau das Problem, dass wieder so ein Warnschrei kommt. Und wieder dieses große Monster von vorhin direkt kommt. Oh, oh. Was zur Hölle? Ich mach doch gar nichts.
schwimme so ein bisschen über die Pilze. Ich übersehe viel, ich sehe aber gar nichts. Nee, ist nicht die Erde, das ist irgendein anderer, irgendein Planeten. Irgendein gruseliger Planet, auf dem wir gelandet sind. Und das wären Aliens schon nicht schlimm genug, ist es jetzt auch noch unter Wasser. Oh, hier. Entschuldigung. Umf. Yes. Aber nicht das, was wir wollten, ne? Ich habe mich schon sehr erschrocken, ja. Definitiv. Also die Teile sind schon sehr offensichtlich. Was ist denn, was quietscht denn hier immer so süß rum? Da ist auch noch ein Wald. Dankeschön, Lee Fubi. Vielen, vielen Dank für deinen Prime. Ups. Was brauchen wir noch aus dem Pilzwald? Was fehlt mir noch? Oh, Bruch. Brückenfragment. Oh, davon gibt's auch drei. Das war jetzt aber ganz schön versteckt. Das Tauchdock suche ich. Hier, dieses süße Gequietsche. Habt ihr es gehört? Was war das? Dieses... eher an den Kliffen... Kliffen suchen. Klippen. Okay, jetzt wird's eh hell. Jetzt sehe ich eh mehr. Das ist gut. Meerwasserschweinchen. Boah, dieser blöde Pilzwald. Wenn diese Kackpilze nicht, würde ich viel besser sehen können. Also hier an den Klippen, sagt ihr. Boah, ist der riesig, der Pilzwald. So, da ist doch noch was. Tauchdock-Fragment! Ja! Danke für den Tipp! Irgendein Problem? Du Arsch! Tauchdock-Fragment! Ja! So, das haben wir gesucht, ne? Ah! 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 Okay, dann. Dann gehen wir zurück. Da ist noch was. Was denn? Wo denn? Weißt du, wenn du Monster triffst, bevor es dich trifft, haut es dich. Diese Haie werden von Licht angezogen. Ach so. Brauche jetzt ja eh nicht mehr das Licht. Oh, da ist ja noch Pilze. Pilze, 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 Pilze. Ich liebe Pilze übrigens.
Speichern. Nein, das Brückenfragment suchst du. Ah, davon habe ich ja nur eins gefunden. Davon brauche ich noch zwei. Ist da hinten vielleicht noch was? Nee. Ich habe bis jetzt nur zwei gefunden. Sonst würde ich trotzdem mal kurz zur Seemotte zurückgehen, den Kommunikator suchen. Und wisst ihr, wo es Schwefel und Diamanten gibt, Leute? I'm looking for Schwefel and Dynamite. Diamonds, nicht Dynamit. Aber Dynamit wäre auch nicht schlecht. An den Felswänden die dunklen Einschüsse. Die dunklen Einschüsse. Wo? Ist da? Oh, da hängt ja eine ganze Menge. Was meinst du? War das ein Dynamite? Nee, Salzablagerung. Bist du Dynamite? Bist du Dynamite? Oh, was habe ich da eingesammelt? Gold! Gold! Golden Fingers! Ich will mehr Gold! 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 Richtig goldgeil hier. Dynamite? Nein. Diamanten. Diamanten, danke Leute. Ja, schon wieder ein Diamant. Und ein Energietransmitter. Du bist meine Motte. Motte? Also wir haben jetzt Diamanten. Ich brauche jetzt noch dieses Schwefelzeug. Leute. Ich brauche das Schwefelzeug. Schwefel an Vulkan. Dann gehen wir da jetzt hin. Wo war denn das nochmal, das Vulkanzeugs? Doch irgendwo hier oben, oder? Was ist das? Oh. Oh. Metallschrott braucht kein Mensch. So ungut hier, dieses Geräusch. Ist da was drin? Ja. Schubkanonenfragment. Ich glaube, dass ich hier gerade ganz viele tolle Dinge finde. Was ist denn das hier? Ach, ich bin schon beim Schiff jetzt. Oh, dann sollte ich aber speichern. Schnell. Wäre auch gar nicht dumm, mal zu reparieren. Okay, wir wollten ja zum Vulkan. Was machen wir hier überhaupt? So. Wo hat es nochmal diese Vulkansachen? Vulkan. Ist schon ungut hier. Ich fühle mich hier nicht wohl. Sieht alles so scannbar aus hier.
Was ist das hier? Ach so, eine offene Kiste. Ach Mensch. Okay, ich will noch mal zur Lava Schwefel holen. Und dann zurück zur Modde. Hey Modde, what's poppin'? So, wo hat's noch mal diese ganzen... Oh, Entschuldigung. Diese Lava-Sachen gehabt. Diese unguten Lava-Ergüsse. Waren die nicht hier? So in der Richtung? Stimmt, ich muss trinken. Und essen. So. Es war doch hier irgendwo. Dieser trostlosen Ecke hier. Den Knuddelfisch suchen. Der Knuddelfisch, das hört sich ja richtig süß an. Ich glaube aber, dass der Knuddelfisch ein richtiges Arschloch ist, oder? Oder ist der wirklich so nett? War ich hier schon drin? Ja, an der Nummer 6. Da waren wir schon. Da waren wir auch schon. Dann sind wir hier weiter geschwommen. Da war der Pilzwald. Und irgendwo hinterm Pilzwald war diese... diese Lava-Fraktion und Sache. Glaube ich. Glaube ich. Spiel und schwimme dort herum, sonst nichts machen. Oh, süß. Der Kuschelfisch. Der Knuddelfisch. Ich glaube, hier bin ich richtig. Boah. Musik gibt mir aber nicht so einen guten Vibe. Genau, waren diese Leuchtkugeln. Und hier irgendwo... Genau, hier war dieses... dieses Schiff. Und dahinter war doch irgendwo... dieses... Vulkanzeugs. Glaube ich. Oder? Irre ich mich. So süß, wie ich da rumtucke. Ich will halt nicht zu weit rausschwimmen, ne? Ich will nicht... Warning. Maximum depth reached. Hull damage imminent. Okay. Ich mach das Spiel gern lauter für euch. Schwefel gibt es auch in Höhlen, okay. In allen Höhlen? In jeglichen Höhlen? Bei Vulkanruhen, Höhlen, dieser platzende Fisch, die Nester von denen. Ach so, da muss ich ja gar nicht so weit rausschwimmen. Okay, dann gehen wir jetzt zur Motte. Und wenn wir bei der Motte sind, machen wir uns den Laser. Und wir haben jetzt ja auch dieses Taucherdock. Gucken, ob ich jetzt zufällig noch irgendwas sehe. Och, herrje, es tut mir aber leid. Ach, herrje, Mini. Ups, jetzt soll ich mich wieder von meiner Scheißding überfahren lassen. Komm her! Komm her! Das Ei vom Knuddelfisch findest du im Pilzwald der Höhlen. Ach, da ist der Knuddelfisch also. Oh. Ich mach das gar nicht mit Absicht.
Was für eine schöne Musik. Weil mit diesem Schneider, es gibt eine Kapsel, die ist, glaube ich, im Nordwesten von der Kapsel. Da gibt es nämlich eine, die kann man nur mit diesem Laser öffnen. Was kann ich mit dem Laser denn noch alles machen? Den musst du aber ausbrüten im Aquarium. Das Spiel, das ich gestern gespielt habe, welches genau meinst du? Ja, ich repariere gleich. So cool die Musik. So. War nicht meine Absicht. Boah, so viel Trinkfischis. So viel Trinkfischis. Die nehme ich alle mit. Trinkfischis. So, wo ist hier so eine dumme Höhle? Da, oder? Nee, es war einfach nur eine arme, unschuldige, süße Muschel. Ah, doch. So, wo kriege ich jetzt das her? Inventar voll. Ah. Ah, jetzt. Okay, jetzt habe ich alles. Gut, wir haben alles. Oh. Falsch. Ich wollte doch hier rein. Dann machen wir mal noch ein bisschen Wasser. So. Genau, Leute. Morgen findet ein cooles Stream statt. Kommt da gerne vorbei. Um 17 Uhr. Da könnt ihr mitspielen. Genau. Und Kommunikator gehen wir noch ganz genau. So, Laser. Yes, let's go! Laser! Und Leute, wir haben ja vorhin so eine Kapsel eingebaut. Guck mal, ich kann jetzt diese Thermaklinge nehmen. Ich glaube, die ist nämlich besser als die, die ich jetzt habe. Kann das sein? So. Und ich hätte gerne meinen Laser. Ja. So. Laser. Reparatur hätte ich aber auch gern wieder ausgerüstet. Wo ist denn mein Reparaturwerkzeugchen jetzt? Ich sehe es gerade gar nicht. Ah, da. Blub. Und Scanner. Haben wir? Ja, als Konstruktionswerkzeug brauche ich gerade nicht, so. High priority automated message from Aurora Live Pod 13 coordinates attached. Live Pod is carrying high priority passenger. Yoki Kasa. I said Kasa. Why do I have to record this anyway? Send immediate burial detail. Signal location uploaded to PDA. Oh. Position ist gespeichert. Da haben wir eine neue Position, oder? Da kriegen wir bestimmt coole Sachen. So, jetzt erstmal gucken. Trinken. Wie schnell der immer Durst hat, ey. So, was ist das? Großes gefiltertes Wasser. Super. Feuerlöscher und so weiter und so fort. Standard Taucherflasche. Genau, dann würde ich sagen, speichern wir einmal. So, was kann ich mit dem Laser machen? Damit kann ich doch... Ich glaube, damit kann ich Dinge aufschweißen und diese großen Gesteine in Lasern Wracks öffnen. Genau, weil da gab es irgendwo einen Wrack. Hier Richtung Nordwesten. Ich mache jetzt aber noch mal, ich tue euch noch mal den Gefallen
und schwimme mit meiner Motte mal einfach raus, nur um zu gucken, was passiert. Weil euch das ja so gefällt. Weil so viele gesagt haben, schwimm mal raus, sobald es geht. Schwimm mal raus. Dankeschön, Michi. Vielen, vielen Dank. Wunderschönen guten Abend. Wenn du Laser hast, kannst du diesem Gebiet mit dem roten Seegras. Da ist noch eine Kapsel, wo du mit dem Laser aufsteigen könntest. Perfekt. Das heißt, in der nächsten Folge gehen wir zu dem roten Seegras, machen die Kapsel auf, suchen im Pilzwald die weiteren Sachen für die Motte, um die zu pimpen, um tiefer tauchen zu können. Das sind auf jeden Fall sehr essentielle und wichtige Punkte, die wir machen müssen, um in der Story voranzukommen. So. Aber jetzt lasst uns in die Tiefen des Ozeans schwimmen. Ich habe Angst. Aber ich frage mich, weil mich der Reaper hat mich vorhin direkt angegriffen, ja? Ich bin letztes Mal dahin ohne eine Kapsel. Und dann bin ich ganz schnell auf das Schiff drauf und dann ist der Reaper hochgeglitscht und hängen geblieben. Ich glaube, das war der einzige Grund, warum ich es geschafft habe. Falls ihr die Folge sehen wollt, checkt auf jeden Fall gerne meinen Zweitkanal Verspieltes Gnu ab. Da findet ihr alles. Oh, es ist eklig, wenn du einfach nur in die Dunkelheit reinschwimmst. Ich habe schon vorhin gespeichert. Ich brauche danach nicht mehr speichern. Ey, dieses Geräusch macht mich verrückt, wirklich. Das ist so grausig. Passiert doch was, wenn ich ganz weit oben schwimme? Oder ist es tatsächlich nur, wenn ich unten schwimme? Was ist, wenn ich nur oben schwimme? Passiert da dann überhaupt was? Oder muss ich tief schwimmen? Oh, jetzt bin ich bei einer Insel, ne? Schwimmen wir einfach drunter. Gar kein Problem. Ich habe ja eine süße kleine Motte. Es ist grausig. Es sieht schön aus, aber... es ist einfach nur gruselig. Also heißt es, dass die Insel nur schwimmt, weil die Quallen die oben halten. Ganz schön unangenehme Abhängigkeit, würde ich mal sagen, für die Leute, die da oben leben. So, wir schwimmen weiter. Ich glaube, nach der Insel ist es nicht supposed to weiterschwimmen. Aber okay. Muss schon wieder was trinken. Wie schnell hat denn der wieder Durst? Aber ist, glaube ich, eh egal. Ich glaube, das überlebe ich eh nicht. Wenn man das Geräusch 100-mal verschnellert, hört man, dass die Erfinder gestöhnt haben. Was? Für was? So, ich bin jetzt von der Motte schon 1700 Meter entfernt. Ich glaube, wir waren schon mal weiter weg. So. So. Huch. Ökologische tote Zone. Na super, da haben wir ja richtig Bock drauf. Ah! Oh mein Gott! Okay. Ich weiß, was ihr meint. Schrecklich. Okay. Aber das war's, oder wie? Tödliche Zone, wie gruselig. Hier ist also einfach gar nichts mehr, ne? Nichts. Schnaffing. Ist aber witzig, wenn ich oben schwimme, scheint nichts zu passieren, ne? 2300 Meter. Ich bin zu weit oben und es passiert nichts. Na, wo sind denn die gruseligen Tiere, von denen ihr alle erzählt? Da kommt ja gar nichts. Da ist ja gar nichts.
So. 2000, 3100 Meter. Ich sehe nichts. Hier, Rettungskappel. Überreste eines hochgradigen Boards. Da müssen wir auf jeden Fall später hin. Hm. Würde interessieren, wie weit kann ich mich entfernen? Wahrscheinlich unendlich, ne? Ich schwimme jetzt mal runter. Da passiert jetzt wahrscheinlich der richtige Trash. Oh Gott, es ist grausig. Es ist einfach nur grausig. Es ist grausig. Oh, es ist einfach nur furchtbar. Warum tut ihr mir das eigentlich an? Schon ein bisschen grausig. Wie weit kann man sich von der... Wer hat es bis jetzt geschafft, sich am meisten oder am längsten von der Kapsel zu entfernen? Das würde mich mal interessieren. Gehen noch ein bisschen weiter runter. 4110 hast du geschafft. 4100 bin ich jetzt schon. Ich glaube, wir haben Glück. Ich habe einen Akku mit, ja. Ich glaube, wir haben... Da kommt selbst schon der kranke Waage. Ich glaube, wir haben es einfach nur geschafft, weil wir so weit oben geschwommen sind, oder? Die Ghosts mich nicht angreifen. Ich bin halt einfach zu nett. 4800 war das meiste. 4500. Ich will aber nicht ohne Motte. Nee, daran liegt's nicht. Dem Geister Leviathan bist du begegnet. Mehr kommt nicht. Ja, aber kommen da nicht mehr? Oder bin ich dem entkommen? War das ein Fehler? Sollte das so sein? Hm. 4800 Meter. Das ist ein Fehler, ja. Na, da habt ihr ja... Ich mach's mal 5000 noch. Und dann gehe ich raus aus der Motte. Da war ein Schwarm. Wenn du stehen bleibst, kommen neue. Ich will aber nicht stehen bleiben. 5 Kilometer ist richtig Void Schwarz, nur noch Leviathane. Okay. Dann bin ich jetzt aber mal gespannt. Es müsste jetzt ja gleich sein. Ist jetzt 5000. Jetzt wird es auch schon dunkler. Ich sehe das schon. Oh Gott. Es ist unangenehm. Unangenehm. Du bist einfach schon zu weit weg, da gibt es einen Abgrund und da geht es richtig ab. Also, wir haben jetzt 5200. Oh Gott, Sauerstoff. Okay. Ich gehe jetzt runter. Warum wackel ich so komisch? Boah, hier ist schon richtig eklige Stimmung. Da seht ihr schon, wie es aussieht. Ich schwimme jetzt einfach nur runter. Oh, es ist unangenehm. Oh, es ist unangenehm. Es ist unangenehm. Oh Gott, hier ist wirklich komplett schwarz, ne? Oh Gott, es ist furchtbar! Wie kann man sich denn sowas antun?
Oh Gott, wie viel Meter, wie viel... Jetzt ertrinke ich halt, ne? Jetzt ertrinke ich halt. Da kommt nichts, Leute. Jetzt ertrinke ich. Ja, das war's jetzt mit Oxygen. Da sind wir jetzt so weit geschwommen. Ja, wir haben es leider nicht survived. Aber wir haben schon gesehen, was passiert. Da kommen gruselige Dinger, die dich auffressen, töten und eliminieren. Und zwar ganz viele. Und dann hast du ein Problem. Aber hey, ich bin hier wieder und meine Motte ist 5272 Meter von mir entfernt. Wäre richtig kacke, wenn es so wäre. Ich speichere natürlich nicht. Ich gehe jetzt mal kurz verlassen. Nicht, dass, ja, nicht, dass der hier jetzt automatisch speichert. Und da haben wir dann auch wieder unseren alten Speicherstand, wo wir in unserer Motte sitzen. Huch, Glück gehabt. Ja, Dankeschön fürs Zuschauen für die Folge. In der nächsten Folge, wie gesagt, werden wir die Kapsel mit dem Laser öffnen. Genau, da werden wir quasi als nächstes dann den Laser öffnen mit der Kapsel. Wir werden alles für die Motte suchen, die Motte pimpen und in der Story weitergehen. Also wenn es euch gefallen hat, ist Daumen nach oben, dann empfehlt mir weitere Tipps und Tricks und kommt gerne auf meinem Livestream vorbei und folgt mir gerne auf Instagram, Jasmin Gnu. Würde mich sehr, sehr freuen.